Hallo und herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombies. Wir haben das letzte Mal den Blower bekommen. Und ja, ich hoffe, das wird unser Freund und Helfer in nebligen Zeiten. Und ja, wir lassen uns für diesen Part einfach mal überraschen, was so als nächstes kommt. Ich meine, noch schlimmer kann es ja nicht werden. Glaube ich. Dann geht's einfach weiter im nächsten Level. Und da warten auch schon wieder der Delfin-Rider und der Ballon-Zombie. Und mir gehen hier langsam die Slots aus. Und ich weiß gar nicht, wie wir geldlich in dem Spiel gerade aufgestellt sind. Denn irgendwann kann ich mir einen neuen Slot dazu kaufen. Aber das dauert noch. Das dauert noch sehr lang. Dann gucken wir einfach mal. Das ist ja hier so meine klassische Aufstellung. Sollte noch einen Shooter mitnehmen. Ich brauche aber noch ein Lilypad auch. Dann mache ich das so. Die Potato Mine nehme ich mal raus. Die hatte ich immer das letzte Mal platziert, aber sie gar nicht so arg benötigt. Weil, naja, sie haben zum Glück meine Walnut nicht durchbrochen oder meine Shooter haben sie vorher fertig gemacht. Dann nehme ich einfach mal die beiden noch mit und hoffe, dass ich vor allem den da im Wasser überleben kann, weil ich habe mein böses Kraut den immer mit runtergezogen. Aber ich kann auch nicht hier auf das Lilypad verzichten. Ich brauche das auf jeden Fall. Was ich halt so ein bisschen, was heißt, schwierig finde, die Plantern und der Kaktus sind sozusagen einmal für Nebel und einmal für den Ballonzombie und bleiben aber dauerhaft auf dem Feld stehen. Und ich meine nämlich, der Blower geht relativ schnell weg. Man platziert den, der hat irgendwie seine 2 Sekunden Animation, pustet dann alle Ballon-Zombies und den Nebel fort. Aber der ist dann, ich glaube, der ist dann weg. Wir werden es ausprobieren, aber sonst würde ich jetzt den höheren Sinn nicht sehen, warum es dann diese Karte gibt, wenn es eine Kombi aus den beiden ist. Aber wir gucken jetzt einfach mal rein. Let's rock, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, der Nebel kommt immer weiter ran. Aber gut. Es ist wie eine gute Partie Schach. Deswegen ist das ja auch schon so gemustert. Gott, da kommt schon der Erste. Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich habe ich den genau falsch platziert. Wer fängt denn an zu schießen? Ich weiß auch nicht, ob die manchmal mit diesen Lauten Angst machen wollen. Okay, hier unten fängt's an. Dann unterstütze ich doch hier. Hier ist einmal die Front abgesichert. Ich muss aber in der nächsten Zeit auf jeden Fall hier wieder in Sunflowers investieren. Und mich dann voll und ganz auf die Pilze verlassen. Hatte die Pilze. Ich wusste noch, dass es die gab bei Nacht. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die so oft benutzt habe. Aber muss ich ja. Ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Wie hätte ich sonst die Level meistern sollen? Das kann gar nicht anders gewesen sein. So, dann stelle ich schon mal hier irgendwo eine Walnut hin. Und baue mir hier weiter mein Arsenal auf. Mal gucken, wenn ich 100 zusammen habe, können wir vielleicht den Blower mal probieren.
Genau, der Blower ist dann nämlich weg. Und ich meine, man sieht dann gleich nach und nach, wie der Nebel zurückkommt. Ist ganz spannend hier zu sehen, wie das Feld einmal frei ist. Kann man vielleicht ein bisschen besser planen. Ja, da kommt langsam der Nebel wieder zurück. Ich glaube, der bleibt gleich. Obwohl, bleibt er stehen? Nee, schade. Ich dachte, der kommt so peu à peu wieder zurück. Na gut. Ist trotzdem okay. Es hat trotzdem gute Dienste geleistet hier. Aber es ist natürlich auch krass zu wissen, dass der Blower dieselbe Sonnenanzahl benötigt wie ein Pea-Shooter. Der Pea-Shooter ist ja natürlich auch sehr wertvoll. So, da liegt Geld rum. Ich weiß gar nicht, ob manchmal hinterm Nebel Geld rumliegt. Das wüsste ich manchmal ziemlich gern. So, ja. Der Nebel kommt ziemlich schnell wieder zurück. Also ihr habt es gesehen, wie es funktioniert. Also hundertprozentig ist das jetzt hier auch nicht gut. So. Schon mal deutlich besser in so einen Kaktus oder in einen Shooter investieren. Ich hab grad schon irgendwie so ein Luftgeräusch. Ja, da, oh Gott, da ist er schon. Das ist schlecht. Das ist schlecht. So, tschüss. Da macht es natürlich wieder Sinn. Da ist schon wieder einer. Selber mal einen Kaktus hin, weil der ist ja dauerhaft da. Das macht Sinn. Macht einfach Sinn, sich da besser aufzustellen. Mach mal so. Jetzt gerne. Da in der Line, okay. Ja, das ist natürlich fies. Reset ist fies. In letzter Minute, in letzter Sekunde, oh Gott. Ja, da muss ich so einige Kakteen wohl aufstellen. Dann nützt mir der Rest auch nicht so wirklich viel. Ja, ich brauche noch eine Sonne für einen Kaktus. So. Perfekt. Oh Gott. Das hat mir noch gefehlt. Das hat mir echt noch gefehlt. Jetzt habe ich natürlich zwei Sonnen weniger. Ich stelle jetzt einfach mal hier vorne eine hin. Ich glaube zwar nicht, dass sich da einer durchfrisst, aber gut. Ich brauche einfach ein paar Sonnen, die mir hier Kakteen produzieren. So, gleich habe ich in jeder Line zumindest mal einen. Hier machen wir das mal so. Da kommt nämlich eine Wave auf uns zu. Das ist ein Problem. Der da ist ein Problem auf jeden Fall. Okay, viele im Wasser. Oh, ich wollte ihn hier oben platzieren. Herrgott. Im Himmel, dann machen wir das so. Nur
von mir hier wieder meine Pilzarmee weg. Oh, die sind aber fies. Die sind fies unterwegs. Oh, die könnten mir jetzt aber gefährlich werden. Wie viele waren das bitte? Ja gut, die werden jetzt hier einmal vom Poolreiniger kaputt gemacht. Was ist das? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Was ist das? Ein Taco. Was hast du mit einem Taco zu tun? Oder was machst du mit einem Taco? Hä? Oh, du hast meinen magischen Taco gefunden. Ich muss ihn unbedingt haben. Ich werde dir dafür $1000 geben. Ich brauche nämlich diesen Taco mit meinen Magic Mushrooms, damit ich wieder im Nebel tanzen kann. Ja, hier, bitte, bitte, der Taco ist mir, der Taco ist mir. Warum gebe ich dir eigentlich so viel Geld für einen Taco? Weil ich verrückt bin. Naja, guck mal, was ich in meinem Shop habe. Du wirst vielleicht bemerken, dass ich neue Sachen habe. Und das ist wahr. Der hat jetzt hier diese Gloom Shroom. Die kann so, die kann komplett um sich herum shooten. Das ist gar nicht mal schlecht, vor allem für die oder gegen die Zombies, die über andere Sachen drüber fliegen oder springen. Der kann dann nämlich, wenn die Zombies hinter dem gelandet sind, immer noch rückwärts schießen. Das ist ganz cool. Und diese Kitty, die Cattails, die kann egal in welcher Lane, also egal in welcher Reihe, die Ballon-Zombies wohl runterschießen. Aber du musst sie auf ein Lilypad, also so ein Seerosenblatt platzieren, damit sie diese Cattails werden. Ja gut. Nicht schlecht, aber dann kann sie auch nur in Leveln benutzt werden, in der der Pool vorkommt. Für 9 Slots sind wir wirklich, das, wie gesagt, das können wir uns echt nicht oft oder echt lange nicht jetzt leisten. Müssen wir vorher erstmal auf die hier vielleicht gehen. Ich weiß aber, dass man viel Geld auch über die... ja, ist ja gut. Ich kaufe aber gerade nichts. Ich kann mir ja nichts leisten. Ich weiß, dass die Minispiele uns noch zugutekommen und ein bisschen unseren Geldbeutel füllen. Ja gut, ist ja gut. Machen. Was ist das? Ah, das ist ein Minispiel, ne? Oh, ich und mein Freund Harvey Flexcaster haben... Naja, wir haben häufig Vasen zerbrochen, wenn uns langweilig war. ja, jetzt ist Harvey nicht mehr hier in der Stadt. Und naja, vielleicht kannst du mit mir kommen als Harvey Nummer 2. Na los, mach sie kaputt. Ich meine, mach sie kaputt wie Harvey. Na los. Okay, wir sollen in die Vasen klicken und gucken, was drin ist. Eine Plant. Ein Zombie, das ist schlecht. Nein. Thank you.
Ja, ich glaube, das hat sich jetzt. Weiß nicht, ob das eventuell bei den Minispielen auch später landet. Wow, guck dir mal diese zerbrochenen Vasen an. Das ist richtig gut. Und jetzt mach sie so kaputt, wie ich sie damals kaputt gemacht habe und grab in diesen Mülltonnen mal rum. Und hier, ich habe dir ein paar mehr Vasen gebracht. Aber du musst ein bisschen aufpassen, dass du sie nicht zu schnell kaputt machst. Ja, du willst doch nicht, dass noch mehr Zombies auftauchen, also mehr als du eigentlich handhaben kannst. Ich glaube, die Vasen sind auf jeden Fall Plants. Das ist halt das Schöne. Ich weiß gar nicht, ob man die da liegen lassen kann. Eventuell. Wir machen das jetzt einfach mal so. Ja, okay. Ich glaube, man kann die hier zum Glück liegen lassen. Das ist ganz schön. Nee, die kann man doch nicht liegen lassen. Hilfe! Das war jetzt ein bisschen knapp. Ich gebe mir übrigens Mühe, Crazy Dave so crazy wie möglich darzustellen und auch seine Texte so gut es geht ad hoc zu übersetzen. Nur manchmal, ja, habe ich dann vielleicht nicht so ganz den Sinn erfasst, den er darstellen wollte. Okay. Das sollten die letzten sein. Mach sie kaputt. Und dann bist du fertig. So. Ich weiß nicht, die platziere ich jetzt einfach, weil sie sich ja anscheinend wohl doch irgendwann auflösen. Hier schon nichts, weil da war kein Zombie drunter. Oh Gott. Okay, vielleicht bringen die mir doch was, weil hier ist jetzt ein Zombie. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Hier ist nichts mehr. Ich finde es ein bisschen schade, dass man halt die, wenn man die gekriegt hat, nicht einfach irgendwo liegen lassen kann. Aber ich glaube, das ist halt dann der Thrill dahinter. Den hätte jetzt der Rasenmäher noch kaputt gemacht, aber. Der eine Dancing Zombie tanzt sich ins Gehirn. Das ist schade. Ja. Ja. Oh, ich muss alle noch mal. Okay.
So. Hier hat man ja wirklich noch mehr Plans und schon fast eine Garantie. Viel weniger Zombies. So, dann machen wir das so. So, das ist jetzt auch ein kurzer Prozess. Ich meine, zwischen dem und dem, was ich eben hatte, ist ja schon auch ein großer Unterschied, ne? So, die habe ich auf jeden Fall sicher. Boah, keine Ahnung, wo der schon wieder steckt, ne? Gerade weg. Die haben alle so Mushrooms gefressen und auch alle die, die nachkommen, die sind weg. Das war jetzt, glaube ich, mein großes Glück, dass der mich jetzt einfach in Ruhe lässt und sagt, hey, die Party steigt einfach beim Nachbarn. Ich glaube, die werden jetzt gleich einfach überfahren. Vor allem der hier. Der, also, ich weiß gar nicht, ob man... Ja doch, ich glaube, wenn man sie richtig platziert, hätte man den mal wieder machen können. Oh! Da haben wir eine sehr interessante neue Plant. Und die ist im Grunde genau das, was ich eben bei Crazy Dave am Auto gesagt habe. Die kann sowohl nach vorne als auch nach hinten schießen. Und das ist sehr nützlich, dass die in beide Richtungen schießen kann. Vor allem bei den Viechern, die irgendwo drüber springen oder aus dem Boden kommen. Das bedeutet aber leider für uns, dass jetzt ganz viele solche Zombies kommen. Ich würde sagen, wir machen nochmal das nächste Level und gucken uns das mal an. Oh, ein neuer. Der Digger-Zombie, der buddelt sich, glaube ich, total durch die Reihen und kommt relativ hinten wieder raus. Also hinten in meinen Reihen. Und wenn man da nicht gut aufgestellt ist, dann kann das mal sein, dass der sich da sehr durchgräbt. Und ich fand das damals sehr faszinierend, weil ich finde so vom Rohling-Design sehen die Zombies an sich alle recht ähnlich, haben vielleicht verschiedene Accessoires oder ein bisschen andere Gesichtsausdrücke, so wie der Zeitungszombie oder der verrückte Jack-in-the-Box-Zombie, aber der sieht vom Design einfach mal ein bisschen anders aus. Vielleicht auch nochmal ein bisschen gefährlicher mit seiner Spitzhacke hier. Ja, Sunflower brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, anstelle des normalen Pea-Shooters sollten wir einfach den Split-Pea nehmen. Die 25 Sonnen machen jetzt auch nicht mehr den Bratenfett. Natürlich die Walnut. Ich habe jetzt aber hier keinen gesehen, der springen kann. Das ist schon mal ganz gut. Natürlich unsere beiden Umsonsties.
brauche auch von denen im Moment nicht um. Also ich könnte die Lampe nehmen, um mehr sehen zu können. Aber ob ich das benötige, ist noch eine andere Frage. Kann ich noch mal das böse Kraut mitnehmen? Ich bezweifle, dass ich den wirklich krieg. Dann einfach vielleicht den. Wir probieren es mal. Viele wundern sich jetzt wahrscheinlich, ich fange immer mit demselben Move an, aber das ist einfach das Beste, seine einzige Sunflower abzusichern, weil wenn die weg ist, dann hat man ein bisschen Schwierigkeiten. Wir sehen sehr viele Schwierigkeiten. So, da oben kommt einer. Ich muss da unten gleich noch verteidigen. Das holen wir direkt nach. Ja, der Nebel, der raubt einem manchmal schon wirklich alle Sinne. Aber ich meine, es ist eine coole Sache irgendwo, ne? Auch wenn es ein bisschen anstrengend ist. Ich gehe mal davon aus, dass der grabende Zombie erst kommt, wenn die Wave ausgelöst wird. Aber dann so richtig. Ich glaube, dann haut er richtig rein. Er kann zum Glück nicht auf der Wasserlinie kommen. Das ist gewiss. Das wissen wir. Den Freund hier oben brauche ich einiges an Sunflower. Ein Geschenk. Wir haben ein Puzzle unlocked. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von welchen Faktoren das abhängig ist. Aber ich freue mich. Und oh nein! Oh. Puh. Okay, ich habe aber, glaube ich, Glück, der läuft von hier nach da. Das heißt, er darf niemals so einen Hypno-Shroom kriegen, weil dann dreht er sich doch wieder um, oder? Ah, okay, und der ist wohl sehr schnell zu besiegen. Na gut. Hypno-Shrooms am besten aufs Wasser. Da kommt die einzige Wave. Also, dass es hier gerade nicht springt nach hinten, aber zumindest, dass der nach vorne schießen kann. Ich glaube auch, dass das jetzt war, dass das die Wave war, um vielleicht diesen Grabenden kennenzulernen. Könnte ich mir vorstellen. Oh, die werden mir jetzt aber wieder
Das sind manchmal so viele auf einem Fleck. Richtig fies. Ja, super. Was soll ich machen? Ich kann eigentlich nur so machen. Ach so. Dass die noch von hinten abgeschossen werden. Ja, okay. Nee, hat nichts mehr gebracht. Hat nichts mehr gebracht. Aber dafür haben wir die Starfruit freigeschaltet. Und die kann in 5 verschiedene Richtungen schießen. Die ist dafür vielleicht im einzelnen Schuss nicht ganz so stark, aber dafür kann sie ein großes Areal abdecken. Und ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass ich sie gerne dort, wo der Pool ist, platziert habe, weil sie von da aus natürlich am besten alle Richtungen abdecken kann. Und ja, sie kostet auch 125 Sonnen. Das ist auch ganz gut umsetzbar, haben wir ja eben gesehen. Ja. Ich glaube, ich habe sie nicht ganz so häufig in Gebrauch gehabt. Aber sie war hin und wieder doch sehr nützlich. Ich würde jetzt aber hier einmal sagen, dass wir einen kleinen Cut machen. Und eine Nacht schlafen unter den Sternen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und schauen uns an, was die Starfruit so alles kann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.